hat mich angeguckt und hat gesagt, ich habe das Gefühl, du könntest mir, sobald du mich siehst, ins Gesicht kotzen. Ich habe an ihr gezweifelt, ich habe gedacht, spinnt die jetzt? Eigentlich ist er mega wichtig für mich. Sorry. Wir sind gerade bei der Raubtierfütterung Sini. Warum habe ich mir das angetan? Das war irgendwie so dieser Erstgedanke. Man ist zwar zusammen, aber man ist nicht zusammen. Ich brüte, aber ich gebäre nicht. Mit den Kindern konnte ich sowieso nichts anfangen. Ich hatte keine Beziehung, keine Liebe, kein Gefühl, gar nichts. Man schaut gar nicht, wie es dem Partner geht. Man schaut nur, wie es den Kindern geht. Es kommt ein Moment, in dem man denkt, man sei dieser Sache nicht gewachsen. Und niemand kann helfen. Niemand helfen. Ja, guten Morgen. Wie geht's? Guten Morgen. Hallo. Gut. Hi. Alles gut? Ja, alles sehr schön. Ja. Setze ich mich doch auch mal hin. Klaus Heer, für viele Paare ist ein gemeinsames Kind zu bekommen der Höhepunkt schlechthin. Ist das Kind dann da, beginnt oft die große Krise. Was macht diese neue Lebenssituation so schwierig? Ja, die Ausgangslage für diesen Wechsel von dem Liebespaar zu einem Elternpaar ist relativ ungünstig, weil wir uns vorstellen, wie wunderbar das sein wird, dass wir unsere Liebe veredeln können, erhöhen können, perfektionieren können, indem wir noch ein Kind haben. Das ist noch viel mehr als das Verliebtsein, obwohl das ja schon eigentlich der Höhepunkt war, emotional. Das Schönste fast, was man sich vorstellen kann. Und dann soll es aber noch weitergehen. Wir geben uns nicht zufrieden mit der Verliebtheit. Wir wollen mehr. Und dann ist natürlich der Absturz programmiert. Wir sind Martina und Martin aus Wien. Wir sind seit 17 Jahren ein Paar. Wir haben immer nach der Devise Leben und Leben lassen eigentlich gelebt. Recht sorglos, bis vor 4 Jahren unser kleiner Sohn Samuel auf die Welt gekommen ist, der unser ganzes Leben eigentlich auf den Kopf gestellt hat und alles verändert hat, was wir vorher gehabt haben. Wir erinnern uns einfach an Zeiten, die wir uns ganz anders vorgestellt haben, die einfach absolut nicht so schön waren, wie wir es uns vorgestellt haben, weil einfach der Samuel sehr viel geweint hat, weil wir sehr überfordert waren, weil wir Schlafmangel hatten. Ihr wart 14 Jahre zusammen, ja. Und dann kam dein Kinderwunsch. Schon speziell, weil der Martin war, der also Kinderwunsch für mich war gleich, gehabt hat. Ich mag keine Kinder, ich brauche keine Kinder. Nee? Nein. Und ich will auch keins. Wie hast du die Martina überzeugt? Das war schwer. Das war sogar sehr schwer. Es ist ja nicht über den Tag gegangen, es ist ja nicht über Wochen, das war über Jahre eigentlich, dass sie dann irgendwann gesagt hat, naja, probieren wir es halt. Ne? Warum hast du dann trotzdem irgendwann mal gesagt, ja, jetzt machen wir es? Naja, also der Martin hat dann irgendwann einmal das Thema wirklich am Punkt gebracht und gesagt, pass auf, ich möchte das. Wie schaut es bei dir aus? Und dann habe ich halt angefangen nachzudenken darüber. Ja? Und dann bin ich schon auch irgendwo auf den Gedanken gekommen, dass ich gesagt habe, naja gut, erstens ist es sein großer Wunsch. Und ich verstehe ihn, wenn er sagt, also er hat es nie ausgesprochen, aber ich glaube es einfach, ich glaube es bis heute, obwohl er es immer wieder dementiert. Ja? Aber ich glaube ganz einfach, dass er irgendwann einmal gesagt hat, dieser Kinderwunsch ist bei mir so groß. Ja? Wenn du es nicht mit mir machst, dann suche ich mir jemand anderen. Hat er das so gesagt? Nein, er hat es nie gesagt, aber ich glaube es halt ganz einfach. Und ich würde es auch verstehen, weil, wie gesagt, wenn ich den Wunsch hätte und mein Partner würde das nicht verspüren, dann würde ich auch schauen, dass ich mir einen neuen Partner suche. Ich hätte es nicht getan, wenn ich zu 100% für mich
nicht sicher dann gewesen wäre. Also ich bin auch ein Mensch, ich muss mir dann auch hundertprozentig sicher sein, um etwas zu tun. Was soll man tun oder wie soll man damit umgehen, wenn ein Partner ein Kind möchte und der andere nicht? Das kommt jetzt darauf an, wie dringend das dem ist, der möchte. Wenn der biografisch gesehen in Not ist und das Gefühl hat, jetzt oder nie, dann muss er das sagen. Dann sagt er, entweder mit dir oder ich suche mir jemand anderen. Das ist ganz einfach. Das ist kein Thema, wo man Kompromisse machen kann. Ne? Vor allem, wenn man wirklich einen akuten Kinderwunsch hat. Man kann ja nicht nur ein Viertel schwanger werden oder sowas, sondern man ist entweder, wird entweder schwanger oder nicht. Und entsprechend muss man klar sein. Wie hast du dem Martin gesagt, dass du einverstanden bist? Naja, ist auch so schleichend gegangen. Ja, irgendwann. Ich habe gesehen, dass schon ein bisschen so in die Baby vorhin schaut und da habe ich gewusst, es geht. Nein, ich habe dann halt einfach irgendwann einmal habe ich für mich das entschieden. Und wie ich das dann für mich entschieden habe, hat mich dann noch ganz stark. Also ich war dann einmal, ich war in einer Diskothek oder in irgendeinem Club und da bin ich da so gestanden und habe so in die Menge geschaut und habe mir gedacht, was mache ich da? Eigentlich will ich da nicht sein. Und das war für mich eigentlich so der Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, will ich das wirklich mein Lebtag, dass ich da stehe und den Smalltalk betreibe mit Menschen, die ich eigentlich immer total egal sind, ja? Also fremde Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das kann es nicht sein. Ja? Für eine Frau muss irgendwie noch was anderes geben. Ja. Ja? Wir sind Familie Jurcevic-Britzi aus Freiburg, sind seit 12 Jahren ein Paar. Haben sehr turbulente Jahre hinter uns, wurden sehr früh Eltern und mussten uns dann mit Kind als Paar erstmal wiederfinden. Wie hat die Schwangerschaft dann eure Beziehung verändert? Sehr stark. Sehr stark. Also ihr habt wirklich nebeneinander hergelebt. So, da hat es angefangen quasi. Also da hat es dann wirklich angefangen, ja, dass er versucht hat, er hat sich auch abgestrampelt, klar, dass er beruflich irgendwie vorwärts kommt und dann noch die ganzen Freunde, die ihn immer wieder in Beschlag genommen haben, dadurch, dass er natürlich auch viel kann. Ich bin so einer, wenn einer anruft und sagt, ich muss da eine Wand einreißen oder muss eine Tür einbauen oder da will ich eine Steckdose hin, dann bin ich so einer, ich versuche das dann immer zu machen. Ich sage, ja, kein Problem, das kriegen wir immer hin, ich kann das. Solange die Frau schwanger ist, steckt man mit, sag jetzt mal, anderthalb Beinen noch im alten Leben drin. Mhm. Man hat die Freiheit, tun und machen zu können, was man will. Mit der Geburt ändert sich das. Wie bist du damit klargekommen? Man kann sich nicht von heute auf morgen ändern. Man kann jetzt nicht sagen, ich lasse jetzt alles stehen, bin der perfekte Vater, Ehemann, Hausmann, Freund. Das ist einfach nicht so einfach. Es ist halt so ein Lernprozess, würde ich sagen. Ist ja irgendwie schon verrückt, ne? Was eine Schwangerschaft auslösen kann. Die Bedürfnisse von der Frau werden plötzlich komplett anders. Das Leben des Mannes geht so weiter. Und man kriegt gar nicht so richtig mit, wo der andere steckt und was innen drin wirklich jeder vorgeht. Ist in seinem Film irgendwo. Na? Und Tommy ist ein freiheitsliebender Mensch. Er ist wirklich immer noch so, dass man quasi immer wieder, wenn es dann zu viel wird, die Leine dann wieder, wenn man so sagen darf. Ja, also man muss ihn immer wieder zeigen, so und jetzt ist mal gut. Ja, also jetzt bleibst du bitte auch mal hier auf deinen vier Buchstaben sitzen und wir reden einfach mal. Ist bei ihm, er ist einfach so ein dynamischer Mensch. Ja. Und genau, und damals war das einfach, ja, es war zu turbulent. Unser Leben war sehr, sehr turbulent. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich schwanger bin. Da war das wie zwei Tornados, die irgendwie nebenher gelaufen sind. Als der Marin zur Welt kam. Ja. Was war das für ein Moment? Natürlich großartig. Ich denke, wie für alle Eltern, wenn das Kind geboren wird, ist das übertreffend da. Absolut großes Ereignis. Wie war für dich die erste Zeit zu Hause mit dem Baby? Ich war unter der Woche allein, dadurch, dass er viel gearbeitet hat und eben auch abends dann als Barkeeper. Ich war halt einfach viel allein mit dem Kind. Und das hat dann nach einer Weile einfach genervt. Wenn ein Kind geboren wird, verändert sich, würde ich jetzt mal behaupten, das Leben der Frau viel stärker als das des Mannes. Und
Das ganze Sozialleben wird über den Haufen geworfen. Man geht nicht mehr so arbeiten wie früher, kriegt die Bestätigung nicht mehr. Und der Einschnitt in die Freiheit, aber auch das Gefühl der Einsamkeit. Alleine sein, obwohl man ja da jetzt ein kleines Baby hat, obwohl man in einer Beziehung steckt. Ich habe mich auch sehr oft einsam gefühlt und das frisst fast auf. Wie erklären Sie sich eine Einsamkeit? In einem eigentlich, so meint man, schönen Moment. So meint man, ja, genau. Also die Verbindung, die ich habe mit meiner Frau und sie mit mir, die wäre eine Möglichkeit, die Einsamkeit etwas zu mildern. Wegmachen kann man das ja nicht. Das ist Conditio humana, das ist Menschen, das gehört zum Menschen, dass man allein ist, im Grunde genommen. Aber wenn man ein bisschen schon zusammen war und gute Erfahrungen gemacht hat und einen Faden hat miteinander, dann kann man, wenn man das übergeht in eine neue Phase des Lebens, wo man Eltern wird, kann man diesen Schatz brauchen, um den Übergang zu schaffen und um die schwierige Zeit, die nachher kommen kann, um die zu überstehen. Wir sind Phyllis und Frank. Wir kommen aus der Region Zürich, sind seit 2 Jahren verheiratet und haben uns über das Internet kennengelernt. Unsere Beziehung ist nach einem Fehltritt von mir relativ schnell auf die Probe gestellt worden. Wir sind getrennte Wege gegangen, sind dann aber relativ schnell wieder zusammengekommen. Nachdem wir Eltern von Zwillingen geworden sind, haben die Probleme aber erst recht angefangen. Ihr hattet einen sehr turbulenten Start, es ist viel passiert. Als ihr dann wieder zusammengekommen seid, bist du ziemlich schnell schwanger geworden. Wolltet ihr bewusst Kinder bekommen? Ja, das wollten wir. Wir wollten bewusst eine Familie gründen. Wir haben zwar einen schwierigen Start gehabt, aber als wir uns wieder gefunden hatten, hat das für uns gepasst. Das hat für uns gestimmt. Du bist mitgegangen zur ersten Untersuchung und dort ist alles in Ordnung gewesen. Es hieß, es sei ein Kind. Alles in Ordnung. Das ist eben speziell, weil auch ich ein Zwilling bin. Der Arzt wusste das und wollte uns speziell darauf aufmerksam machen, dass es nur eines ist. Er hat gesagt, dass er froh sei, dass es nur eines sei. Das reiche fürs Erste. Ich habe mir weiter keine Gedanken gemacht. Für mich war klar, eines ist super und ich freue mich darauf. Dann bin ich 3 Wochen später nochmals gegangen. Frank hat gefunden, er komme nicht noch einmal mit. Es habe sich bestimmt nicht so viel verändert, dass er dafür frei nehmen müsse. Und da habe ich dann erfahren, dass es 2 sind. War das ein Schock? Ja, ich habe im ersten Moment sofort an ihn gedacht und nicht an mich. Ich dachte, oh, er wollte doch nur eines. Und plötzlich wird das für ihn zur anspruchsvollen Sache. Ich sagte ihm, setz dich besser, ich muss dir was sagen. Ich würde mal absitzen, ich muss dir da etwas sagen. Was hast du gedacht? Ich habe gesagt, mich haut ja so schnell nichts um. Als sie sagte, setz dich besser. Als sie es dann gesagt hat, habe ich mich ziemlich schnell hingesetzt. Ich war kreidebleich, es kam aus heiterem Himmel. Was war das für ein Moment? Ein Moment, von dem man einfach überrollt wird. Wo man überrollt wird von dem Haufen, wo man wirklich... In diesem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dieser Sache nicht gewachsen zu sein. Und niemand kann dir helfen. Und es kann dir niemand helfen. Du musst das selber können. Du musst das selber durchstehen und bewältigen. Da habe ich mich zum ersten Mal wirklich alleine gefühlt. Allein gefühlt. Einsam, unsicher. Unsicher. Ein Gefühl, das ich vorher so noch nie hatte. Gefühlt habe, bis dorthin. Wie hast du Frank wahrgenommen?
Hast du bemerkt, dass sich da ein großer Berg vor ihm aufbaute? Nein, das habe ich nicht bemerkt. Ich war in meiner eigenen Welt mit meinem großen Bauch und meinen Problemen. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Wir haben eigentlich in dieser Zeit auch nicht so viel über unsere Ängste und Gefühle geredet. Es lief einfach alles weiter. Wir wussten, der Zeitpunkt kommt, an dem die Kinder auf die Welt kommen werden. Und wir haben einfach darauf gewartet. Was hat sich für dich verändert, als die Kinder dann auf der Welt waren? Alles. Alles. Es hat sich wirklich alles verändert. Als sie da waren, konnte ich noch schlechter mit der Situation umgehen als vorher. Warst du eifersüchtig auf deine Kinder? Ja, sehr. Weil sie der Grund dafür waren, dass ich meine Frau verloren habe. Dass meine Frau zu einer Mama geworden ist und sich 24 Stunden am Tag um die Kinder gekümmert hat. Wie hast du Phyllis wahrgenommen, jetzt als Mutter? Sehr glücklich. Sehr energiegeladen. Energiegeladen? Sie ist über der Sache gestanden und ich musste mich einfach unterordnen. Zu sehen, dass meine Partnerin die Situation derart im Griff hat und ich nicht, das hat mich noch viel kleiner gemacht. Habt ihr euch voneinander entfernt? Ja, sie lebte in ihrer eigenen Welt. Ich wollte auch ein Teil sein von dieser Welt, aber ich habe es nicht geschafft. Mir hat einfach die Energie und die Bindung zu meiner Frau und zu den Kindern gefehlt. Und zu deinen Kindern gefehlt. Wie hast du dich gefühlt in dieser Beziehung? Man schaut eigentlich gar nicht, wie es dem Partner geht, sondern nur, wie es den Kindern geht. Es gibt ja Männer, die sind eifersüchtig aufs neugeborene Kind. Woher kommt dieses Gefühl? Ja, wenn ich aus der Mitte des Zusammenlebens und quasi aus der Mitte der Liebe weggedrängt werde, weil da etwas kommt, was offensichtlich viel mehr Bedeutung hat, viel mehr Raum einnimmt, ist es eigentlich klar, dass ich unglücklich bin. Das gefällt mir nicht. Ich möchte ja weiterhin mindestens Anteil haben an der Liebe, die wir zusammen erlebt haben, möchte nicht, dass die jetzt so wegschwimmt. Und das ist natürlich so. Die Liebe, die wir so genießen, die Liebschaft, die wir miteinander haben, die Liebesbeziehung, die wir miteinander erlebt haben, aufgebaut haben, die zerrinnt, wenn ein Kind kommt. Und dann war der Samuel da. Dann war er da. Und dann ist Chaos angegangen. Ja? Ja, ja. Wann hat das dann begonnen mit der Schreierei? Na, geschrien hat er sofort. Also sobald er heraus war, ich war bei der Geburt dabei, hat er schon mal geschrien. Da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Aber ich dachte, das ist eh normal. Auch dieses Säuglingssein hat sich einfach der Martin ganz anders vorgestellt. So ein Säugling, naja, der schlaft eh die ganze Zeit. Ja. Ja, war das so. Schon, oder? Ja, also schon. 90% schlaft er und die 10%, was er munter ist, lacht er. Die lacht er. Und oder versucht er zu lachen. Schreien war nicht dabei in meinen Vorstellungen. Und das hat halt dann schon dazu geführt, dass wir halt manchmal schon diskutiert haben. Also das muss man schon sagen. Weil ich anders reagiert habe wie sie und sie anders reagiert hat, wie man das vorgestellt hat. Und das war eine Situation, die ihr vorher überhaupt nicht kannte? Nein. Na, gar nicht. Wir haben nie gestritten. Und dann dieser Stress, der plötzlich, wenn das Kind jetzt schreit, du total nicht weißt, was du machen sollst. Jeder redet aufeinander ein, jeder will das Beste. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass das, was er für das Kind jetzt will in dem Moment, dass das Beste ist. Das heißt, ich wollte mein Ding durchziehen, er wollte sein Ding durchziehen. Genau, jetzt habe ich manchmal, was ganz schlecht ist, dass ich wollte den Kleinen nehmen zu mir. Ne? Dann noch mehr geschrien, habe ich nicht wieder müssen abholen. Aber, nicht da, aber bis ich mir den genommen habe, ne, war ja eine Diskussion. Sie hat dann schon gesagt, na, was willst du jetzt machen?
Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du so verzweifelt warst oder fandest, hey, ich kann es nicht mehr hören? Ich brauche irgendjemand, der mir jetzt hilft. Den Moment gab es schon öfter mal. Also ich hatte schon öfter mal den Gedanken, ja, warum habe ich mir das angetan? Das war irgendwie so dieser Erstgedanke, der was immer wieder quasi so aufgeblitzt ist, den ich aber natürlich immer wieder weggedrängt habe. Man kriegt ja auch gleich ein schlechtes Gewissen. Ja, ich habe dann natürlich sofort ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir gedacht habe, das ist normal, er weint halt. Ja, ist halt so. Kinder weinen, jedes Kind ist anders. Was war für dich das Schwierigste, wenn er so geschrien hat? Na, das Schwierigste war für mich, die Ruhe zu bewahren. Weil die habe ich nicht bewahren können, weil ich sofort gedacht habe, wieso schreit er jetzt? Warum ist das? Was heißt das, wenn du die Ruhe nicht bewahren kannst? Ja, ganz einfach, dass ich hektisch werde. Dann wäre ich hektisch und dann sage ich zu ihnen, sie soll doch schauen, bitte, dass das, ob sie, da, was, sie soll halt was machen, nicht? Weil da habe ich mich natürlich wieder vorher auf sie verlassen und gesagt, hey, du bist ja die Mama, du hast ja nach Bett gehen und so weiter, du hast ja dort die Überbindung, nicht? Dass sie nicht das deuten können. Sie hätte es aber nicht deuten können, wie nein. Nicht? Aber es war so, dass ich dann hektisch geworden bin, und dann verstehe sie mich, dann mache ich das mehr nervös, dann mache ich sie nervös, dann mache ich den Kleinen nervös und dann wird sie immer ärger. Und dann ja, kommt ihr Streit. Ja, und dann haben wir oft natürlich, ne, weil ich habe mir gedacht, wieso macht ihr das nicht so, wie ich das glaube. Für mich war oft dann wirklich so, dass wenn der Martin nach Hause gekommen ist, war es für mich noch ein bisschen stressiger. Ja? Weil jetzt hat der Samuel geweint, wenn ich mit ihm allein war. Ne? Ich hab halt meins durchgezogen, ob das jetzt gut oder schlecht war, inwieweit, irgendwann hat er halt aufgehört. Ja, irgendwann hört ein Kind auf zu weinen. Ja. Und ich habe alles für mich Mögliche gemacht, dass er aufhört. Und dann ist er gekommen und dann hat der Kleine Wort, halt natürlich wieder geweint. Ja. Er total hektisch, und da hab ich wahrscheinlich überfordert. Noch mehr. Ja. Dann hat er noch mehr geweint. Ne? Mir noch Druck das gemacht, dass ich jetzt da schaue, dass er halt aufhört zu weinen. Ja. Und dann habe ich einfach oft das Gefühl, ich habe eigentlich zwei Kinder, einen Säugling und einen Fünfjährigen, ja, der mich eigentlich nervt. Ja. Und dann, das war dann schon. Und ich habe ihn so nicht gekannt. Der Marin war 2 Jahre alt, als ihr geheiratet habt. Mhm. Und du warst ja schon da nicht mehr glücklich. Mhm. Warum hast du denn trotzdem geheiratet? Es war irgendwie ganz klar für mich. So, jetzt haben wir das Kind und jetzt wird geheiratet. Das wollte ich auch so, das war immer, es ist ja dieser Plan, ich rede ja immer von diesem Plan, dieser Plan, den man einfach für sich irgendwann mal ausgeheckt hat, den man einfach auch so gern hätte. Mhm. Und es, bei mir war natürlich immer dieses Streben nach Familie sehr stark. Ja, das war bei mir ganz, ganz stark vorhanden. Und ich glaube, ich wollte so auf Teufel komm raus. Mhm. Und hast dabei völlig vergessen, mal nicht reinzuhören. Genau. Es war so, ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Ich bin eigentlich nicht wirklich glücklich. Habe aber doch immer die Hoffnung gehabt, dass es dachte, das wird schon wieder. Das kriegen wir hin. Und na, man ist da so in seinem Drive und kann dann aber auch nicht wirklich fassen, was ist es dann genau, was stimmt dann nicht. Mhm. Wann hast du gemerkt, dass das überhaupt nicht so ist zu Hause? Dass die Desiree da gar nicht mehr glücklich ist? Das kam eigentlich erst, sie hat ja ihre panischen Attacken gehabt, mhm, über die Jahre. Immer wieder, ich kannte sowas nicht, ich kenne sowas gar nicht. Für mich war das neu, dass ein Mensch sowas hat. Hat mir natürlich leid getan, ich habe ihr versucht zu helfen in dem Moment, ich habe einen Notarzt gerufen, ich hab das gemacht, was sie wollte. Danach war alles wieder verflogen bei ihr. Das ging ruckzuck wieder weg. Und dann ging es wieder weiter. So richtig habe ich das gemerkt, als sie praktisch mit dem zweiten Kind schwanger war, mit der Sarah, da war sie ja extrem negativ eingestellt. Sie war unglücklich. Ich habe das gespürt.
Es war so eine erschöpfte Unruhe. Ich war wahnsinnig erschöpft. Hast du auch Angst gehabt, dass sich die ganzen Probleme jetzt noch verdichten? Ja, dass du erst recht nicht mehr rauskommst? Ja, es war so dieses, okay, jetzt bin ich wieder gefangen. Jetzt bin ich wieder, habe ich wieder keine Möglichkeit, irgendwie nicht auszubrechen, aber irgendwie mein Leben so ein bisschen zu führen. Meine Selbstständigkeit, mein Ich ist wieder verloren gegangen in dem Moment. Ja, und es war eigentlich alles der Plan. Ja? Und warum geht es dir dann so schlecht? Wir waren immer noch weiterhin auf der Spur, obwohl überhaupt nichts mehr so lief, wie es hätte laufen sollen. Ja. Warum dann noch ein zweites Kind? Weil man dann, man wollte das nicht wahrhaben. Man wollte das einfach mal nicht wahrhaben, dass es eigentlich schon gar nicht mehr gut ist. Ja, genau. Und dann aber durch die Schwangerschaft hat mich dann so, das war dann so, wow, okay, scheiße. Es war so schlimm, weil ich konnte zu diesem Kind keinerlei Beziehung aufbauen. Es war so, okay, bitte werd schnell groß, bitte komm schnell zur Welt. Weil mir geht's nicht gut, ja, und ich weiß nicht, was passieren wird mit mir, wie es weitergeht, ja, also es war schlimm. Wie hast du dich gefühlt? Es war alles dunkel um mich. Es war wirklich, also ich war so richtig depressiv in der Schwangerschaft. Es war dann diese unheimliche Angst, wie geht's weiter? Ja, ich habe ja jetzt schon in der Schwangerschaft keinen Bezug zu dem Kind. Es war so eine Leere in mir irgendwie. Also diese Leere in mir, die hat mir so Angst gemacht. Das kannte ich gar nicht aus der ersten Schwangerschaft. Die Leere und dann auch die Einsamkeit, ne? Was hat es mit dieser besagten Depression in der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt auf sich? Kann man die vermeiden? Ich glaube nicht, dass man etwas vermeiden kann. Das wird ja erst Thema, wenn es da ist. Darum braucht man sich auch keine Gedanken zu machen, wenn es nicht da ist, braucht man nicht vermeiden. Sondern wenn es da ist, kann man, wenn so etwas auftritt wie Bedrücktheit, Melancholie, Schwere, ich vermeide jetzt das Wort Depression, weil es ist ein psychiatrischer Begriff, meistens ist es ja nicht das, sondern es ist eine Reaktion auf eine unbefriedigende, belastende Situation. Dann kann man das erzählen einander und das Gelegenheit einander geben, dass man Anteil nehmen kann gegenseitig. Also eigentlich ist es ja so deprimierend oder bedrückend, wenn man damit so allein ist. Das hält man ja schlecht aus. Besonders, wenn man dann dran denkt, wir hatten doch mal eine gute Zeit miteinander, jetzt ist das alles weg und du bist so weit weg und die Verbindung ist gekappt oder unterdrückt oder ausgestorben oder vertrocknet. Ich dachte, er merkt nichts. Also er war eigentlich wie immer, nur eines Morgens. Das war so ein Aha-Erlebnis in mir. Da stand ich in der Küche morgens und ich musste mich da echt schon aus dem Bett raus quälen. Und naja, das war wieder so ein Scheißtag heute irgendwie. Also ich war mega negativ. Und dann kommt er so an mir vorbei und sagt, guten Morgen, wie geht's dir? Und war immer diese Frage morgens, wie geht's dir? Und ich konnte es dann immer mal nicht mehr hören. Ich habe gesagt, frag mich bitte nicht jeden Morgen. Ich bin doch gerade eben vor 2 Minuten erst aufgestanden. Du erinnerst mich nur daran, dass es mir nicht gut geht. Ja? Also lass mich bitte, frag mich nicht mehr. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich habe das Gefühl, du könntest mir, sobald du mich siehst, ins Gesicht kotzen. Ja, und dann habe ich ihn angeguckt und boah, da habe ich gedacht, ja, stimmt. Stimmt. Und es war so erschreckend für mich, weil er das dann ausgesprochen hatte, was wirklich in mir vorging. Ja, da war so viel Wut in mir, ich war so verletzt innerlich, ich wollte eigentlich nicht mehr. Dieser Moment, wo sie noch mal sich da so geäußert hat, hat irgendwas in mir bewegt, wo ich wusste, ich muss jetzt einen anderen Weg einschlagen. Ich muss einfach was anders machen. Es war Tommy, der im Endeffekt den Stein dann ins Rollen gebracht hat. Er hat mir dann in dem Moment einfach auch wirklich die Tatsache noch mal richtig vors Auge gehalten. Ja? Also, dass er merkt quasi,
was wirklich Sache ist, ja, was eigentlich auch echt stimmt. Und es war dann so, weil ich da hatte vorher irgendwie, das war schon so normal, dass ich ihn anpumpt. Das war normal, dass ich nicht in den Arm genommen werden will. Es war normal, dass ich ihn lieblos behandle. Es war so normal, es war schrecklich normal. Wie haben sich deine Gefühle zu den Kindern entwickelt? Konntest du die Nähe zu ihnen aufbauen? Nein, es ist mir leider nicht gelungen. Nein, es ist mir leider nicht gelungen. Ich bin davon ausgegangen, dass das schnell geschehen wird. Man ist ja oft mit den Kindern zusammen und doch hat sich nicht das ergeben, was ich mir erhofft hatte. Man hat einfach nur funktioniert. Hast du dich irgendwie als Versager gefühlt? Ja, das stimmt, das habe ich. Es wurde mir dann auch wirklich bewusst. Wenn man sich solche Gedanken im Stillen macht, geht man sehr kritisch mit sich selber um. Denn sowieso sehr kritisch mit sich selber um. Man ist in diesem Moment sehr streng mit sich selber. Sehr streng mit sich selber. Und das hat dann halt angefangen. Und dann hat es angefangen mit. Ich dachte mir, jetzt trinke ich mal ein Glas Wein, dann kommt das wieder gut. Dann wird aus einem Glas eine Flasche. Du hast das Gefühl, all dem entfliehen zu können. Irgendwann bringt der Alkohol nichts mehr, dann kommen Drogen ins Spiel, weil du dir sagst, irgendwie musst du ja wieder neue Energie gewinnen. Aber das konnte ich nicht. War das eine Flucht? Ja, absolut. Absolut. Sie hat die Energie gehabt. Sie ist immer aufgestanden, sie hatte es unter Kontrolle. Ich wollte es zwar und war vielleicht vorher der Aktivere gewesen. Immer morgens früh auf, sie ist eher die Langschläferin. Ich stehe früher auf, ich nehme die Sachen gerne in die Hand und ziehe es durch. Das war voll meine Stärke. Und von dem war nichts mehr übrig. Hattest du Phyllis gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil du nicht bereit warst und helfen konntest? Ja, das frisst einen auf. Mit den Kindern konnte ich sowieso nichts anfangen. Ich habe keine Beziehung gehabt, ich habe keine Liebe, kein Gefühl, ich habe gar nichts für sie empfunden. Für mich haben die wirklich nur Lärm gemacht, wollten Aufmerksamkeit und haben mir meine Frau weggenommen. Das waren so die ersten Gedanken. Wegen ihnen bin ich jetzt alleine und keiner kümmert sich um mich. Keiner gibt mir die Aufmerksamkeit, die ich in dem Moment so intensiv gebraucht hätte, wie noch nie in meinem Leben. Wie hast du ihn wahrgenommen in dieser Zeit? Merkwürdigerweise habe ich von all dem nichts gemerkt. Gar nichts? Ehrlich nicht? Wirklich nicht. Ich habe nicht realisiert, wie es ihm innerlich geht. Er hat auch nie darüber gesprochen. Mir ist es erst bewusst geworden, als es möglich war, auch wieder Sexualität zu leben. Bei mir waren die Gefühle da. Dass du wieder Sex haben möchtest. Genau. Aber bei ihm hat das gefehlt. Das ist etwas, das ich gar nicht kannte bei ihm. Ich habe das vorher ganz anders erlebt und es hat mich ein bisschen erstaunt. Ich habe es etwas eigenartig gefunden. Aber anfangs war das noch nicht so ein Thema. Dann aber wurde es eines, weil mein Bedürfnis gewachsen ist und bei ihm war einfach nichts. Da habe ich angefangen nachzuforschen und habe Sachen gefunden, die mich schnell in die Realität holten. Was hast du gefunden? Ich habe gesehen, dass er Pornos konsumiert. Ich habe gesehen, dass er wirklich den ganzen Tag lang nur Pornos geschaut hat. Die Chronologie zeigte, dass er vom Mittag bis zum Abend durchgehend solche Pages gewechselt hat. Das hat mich dann wirklich irritiert. Eigentlich hast du da dein Gesicht verloren, nicht? Ja. Ja, das ist so. Aber es war eine Riesenbefreiung. In dem Moment hat sie mir gezeigt, du bist schwach und jetzt musst du lernen, damit umzugehen und etwas dagegen zu tun. Das war irgendwie eine große Erlösung. Hast du ihn nachher gestellt? Oder hast du alles in dich reingefressen? Nein, ich habe die Wohnung panikartig verlassen. Ich habe die Kinder eingepackt und bin weggefahren. Thank you.
our kids. Dad, Dad, wir helfen. Ja, wir helfen immer. Wie waren die Vorstellungen? Wie habt ihr so die Zukunft jetzt in Gedanken durchgespielt? Na, meine Zukunft war die. Also sie habe ich gesehen, mein Kind zu Hause, ich komme nach Hause. Wir gehen dann alle auf einen Ausflug und es ist alles happy und entspannt und ja. Das dann ist auf dem Tisch, wenn er kommt. Genau. Quasi. Wir sitzen alle gestriegelt und frisiert quasi gesagt, auf der Couch und warten, bis der Papa nach Hause kommt und freuen uns, wenn er kommt. Wir sind total glücklich, ja, dass er endlich da ist. Und dann starten wir los, voller Euphorie in den Tag. Ja, das ist halt dann. Oder in den Abend. Und das ist halt nicht so. Und dann natürlich, wenn der Martin dann irgendwo auch ein bisschen so damit gar nicht umgehen konnte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich das ja eigentlich irgendwo für ihn getan. Und jetzt ist aber der gar nicht so glücklich, wie er eigentlich glücklich sein sollte. Der Samuel, wenn der geschrien hat, der hat einfach geschrien. Da hast machen können, was du wollen hast. Also ich bin stundenlang auf diesem Hupfball gesessen und habe ihn einfach geschaukelt oder bin Stiegen auf und ab mit ihm gelaufen, um eben dieses Schaukelding auch irgendwie. Oder ich bin Stunden bin ich mit dem Kinderwagen gefahren. Weil irgendwo, wenn er dann in Bewegung war, war es dann doch mal die Möglichkeit, dass er aufgehört hat zu weinen. Wie groß war die Verzweiflung in solchen Momenten? Na, schon groß, ja. Das war schon sehr mühsam. Wobei ich mir immer wieder, ich weiß nicht, vielleicht, das ist auch irgendwo vielleicht das Denken jeder Mutter, du denkst halt einfach, irgendwann wird es besser, ja. Du kannst es ja eh nicht rückgängig machen, es bringt dir jetzt gar nichts, ja. In der Zeit, wo es schwierig war mit dem Samuel wegen der Schreierei, da hat man ja auch keine Paarzeit mehr, weil der Fokus wirklich dann auf dem Kind ist und darauf, das Kind endlich zu beruhigen. Mhm. Habt ihr euch noch wahrgenommen als Paar? Phasenweise, wie man sie gedacht hat, wir waren im gleichen Raum, aber waren eigentlich nicht im gleichen Raum. Das heißt, wir haben sie den Fokus so auf den Kleinen gelegt und sich so beschäftigt mit den Kleinen, auch die Gespräche sind nur mehr über den Kleinen, dass man gar nicht glaubt, dass man mehr, man ist zwar zusammen, aber man ist nicht zusammen. Man gewinnt und verliert, wenn man Eltern wird. Man gewinnt an wunderschönen Erfahrungen und Gefühlen. Man verliert aber irgendwo auch Freiheit und Lockerheit. Und man muss wahnsinnig aufpassen, dass der Fokus nicht nur noch auf dem Kind liegt, sondern auch auf dem Paarsein. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber der Forderung, dass man das Paarsein nicht vernachlässigen darf. Warum nicht? Ja, weil ich mache halt die Erfahrung, dass es irgendwie nicht möglich ist. Man kann nicht Paar sein, so wie man das normalerweise versteht, dass man Paar ist, weil man das ja war, ne, und die Erfahrung hat, so kann man nicht mehr Paar sein. Das Nein, ist nicht das möglich. Kann man definitiv nicht. Das ist aber wichtig zu wissen. Die meisten Leute sagen dann, ja, wir möchten wieder, wissen Sie, wir möchten wieder so gut haben, wie wir es hatten. Wir hatten es so gut, wissen Sie, es ist so traurig, dass das alles weg ist. Dagegen ist kein Kraut gewachsen, es ist weg. Wie habt ihr beiden aus der Krise wieder rausgefunden? Das ist eigentlich ganz... Ich finde, so schleichend, wie es gekommen ist, ist es ja, genau. So schleichend, wie es gekommen ist, ist es auch wieder gegangen. Es war einfach, es hat sich ja alles um den Samuel gedreht, ja. Und sobald der anders wurde, also sich einfach wohler gefühlt hat, wo es einfach merkt, dass der hört auf mit dem Weinen, er kann sich artikulieren und so, waren wir auch irgendwo dann entspannter. Und dieser Streitpunkt, schreiendes Kind, war ja dann nicht mehr da, ja. Du hast ja in einer völlig anderen Welt gelebt als die Desiree. Ihr wart in einer völlig anderen Beziehung. Und dadurch, dass du das Gefühl gehabt hast, es ist alles in Ordnung, wir bauen unser Leben ja immer weiter auf. Wir haben geheiratet, wir hatten eine Wohnung und so weiter. Und dann plötzlich realisierst du, dass für sie das alles komplett anders war. Gefühlt. Dass sie nicht glücklich war, dass für sie nicht klar war, dass die Beziehung hält bis ans Lebensende. Im Gegenteil, sie war ja bereit, die Beziehung zu beenden. Ja. Wenn man das realisiert, kommt man sich da auch ein bisschen verarscht vor. Natürlich.
Klar, man ist auch wütend. Man reagiert auch wütend. Ich habe sie gefragt, was soll denn das jetzt? Ich habe die Welt nicht verstanden. Klar ist das hart. Ja, ich war wütend, ja, auch. Ich habe an ihr gezweifelt. Ich habe gedacht, spinnt die jetzt? Was ist jetzt los? Aber ich musste ihr halt zuhören. Und sie musste sagen, wo der Schuh drückt. Sie musste mir sagen, was los ist. Ich habe das ja nicht mitbekommen. Ich habe das ja nicht erfahren. Ich kann ja nicht in sie reinschauen. Für mich war es okay, in dem Moment sich zu trennen. Was jahrelang, jahrzehntelang... Und warum seid ihr jetzt 2 Jahre später immer noch zusammen? Tommy hat es dann ganz geschickt gemacht. Er hat dann gesagt, ja, was ist da vielleicht doch noch irgendwas? Oder kotze ich dich nur noch an? Ja, und dann, ja, du, ich freue mich, wenn du mich anrufst. Und ich freue mich auch, wenn du heimkommst. Ja, also es ist nicht so, dass ich nur denke, oh nee, jetzt... Ja, und wir können reden. Wir können über Gott und die Welt reden. Ja, das war so das eigentlich, wo ich dann gedacht habe, Mensch, der ist eigentlich und mega wichtig für mich. Sorry. Also er ist eigentlich mein bester Freund. Er ist absolut alles für mich. Ja, nur diese Enttäuschung, die hat alles immer wieder so verschluckt, dass ich diese ganzen positiven Seiten, die er dann in mir noch mal hervorgeholt hat, die mir noch mal dadurch bewusst wurden. Ja, oh, da ist ja doch noch was, da ist ja Gefühl, da ist ja Liebe. Ja, das hat er dann doch ganz geschickt gemacht, ja, so im Gespräch heraus, ganz ohne mich irgendwie zu beschwatzen oder mich beschwören zu wollen. Mensch, lass es uns doch noch mal probieren oder so. Nee, er hat mir da völlige Freiheit. Er hat gesagt, okay, wenn es so bei dir ist, dann muss ich das so hinnehmen. Mein Leben geht kaputt, hat er gesagt. Das zerstört alles. Ich weiß nicht, wie es dann für mich weitergehen soll. Ich weiß nur, dass ich da sein werde als Vater. Und wie das zwischen uns da laufen wird in Zukunft, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Klar, er liebt mich, ja. Was können angehende Eltern oder neue Eltern tun, um so eine Erstkindkrise gut zu bewältigen? Die wichtigste Voraussetzung, glaube ich, das ist der Mut. Dass beide sagen können, wie es ist. Nicht, wie sie es haben möchten, sondern wie es ist. Also der mutige Blick ins Dunkel, der auch hell ist, ein mutiger Blick ins Dunkel ist etwas unglaublich Wichtiges, wenn da jemand ist, der es hören will. Und wenn, nee, ich muss ja das sein. Ich muss die Kräfte, ich muss den aufrechten Gang haben, das zu hören, was du mir sagen willst. Und dann habe ich eine Chance, haben wir zusammen eine Chance, diesen massiven Übergang zu bewältigen, durchzustehen. Und was hat eure Beziehung gerettet? Ich würde sagen, nur die Gespräche. Ja. Immer wieder. Immer wieder dieses Rausholen von dem Problem. Was ist mit dir los? Was ist in dir? Und wenn man das nicht äußert, kann man keine Lösung finden. Ihr habt dann noch eine Paartherapie gemacht. Hat das etwas gebracht? Hat noch das etwas gebracht? Es ist ein unschönes Gefühl gewesen. Es war ein ungutes Gefühl, am Tisch zu sitzen, über Gefühle zu sprechen, über den Pornokonsum. Und doch allen zu verheimlichen, dass man eigentlich größere Probleme hat mit dem Drogenkonsum. Mehr Probleme mit dem Drogenkonsum. Was habt ihr gemacht, damit du wieder Vertrauen fassen konntest? Damit ihr wieder zusammenfinden konntet und die sexuelle Lust wiedergekommen ist?
Also erst hat sie mir mal ganz als erstes hat sie mir ein klares Ultimatum gestellt. Ich müsse mich therapieren lassen. Behandeln, Therapie. Eine Therapie machen, damit es überhaupt weitergehe mit uns. Dass sie überhaupt weitergeht mit uns. Und da bin ich war sofort dafür, weil ich ja gewusst habe, dass es ein Missstand war, dass es einfach nicht in Ordnung war. Und ich habe das dann gemacht. Hat das auch gemacht. Du hast dich nachher getrennt. In welchem Moment wusstest du, dass es vorbei war? Es ist nicht ein Moment von mir gewesen, sondern eigentlich von es war kein Moment von mir allein, sondern ein gemeinsamer. Ein kleiner Alltagsstreit, während dem wir uns so in die Haare gerieten, dass wir sagten, wir gehen besser eigene Wege. Wir gehen eigene Wege. Und jeder hat sich eine Zuflucht gesucht und wir haben uns für eine Trennung entschieden. Eigentlich so für sich entschieden, dass wir uns trennen jetzt. Ihr habt auch einen Anwaltskrieg geführt gegeneinander. Es ist schon heftig gekämpft worden. Ja, also es ist schon heftig gekämpft worden. Ja, wir sind dann da. Ja, wir sind dann vor Gericht gegangen. Ich habe etwas zusammengestellt, wie wir das Ganze regeln und lösen wollen. Er war ziemlich einsichtig bei allem und hat nicht widersprochen. Man hat sich dann auch wiedergesehen, wegen den Gesprächen, die wir führen mussten. Das Gericht hat eine Bestätigung und einen Ablauf geschickt. Wir waren dann aber schon wieder, wir haben uns schon wieder gefunden. Schon witzig. Der schriftliche Entscheid, der von Ihrem Anwalt kam, es sei alles geregelt, es laufe so und so. Dieser Brief erreichte uns in der neuen gemeinsamen Wohnung, wo wir jetzt noch sind. Diese Verfahren dauern so lange und eigentlich war da die Lage schon eine andere. Ist das denn beendet gewesen? Wie konntest du eine Beziehung zu deinen Kindern aufbauen? Das hat sich einfach so ergeben. Man kann nichts tun, außer einfach da zu sein für die Kinder und mitzutun. Und mitmachen. Was bist du jetzt für ein Papa? Ich bin jetzt ein Papa, der sich immer wieder nach den Kindern sehnt, der sehr gerne Zeit mit ihnen verbringt. Sie sind für mich nicht mehr der Grund, warum es mir schlecht geht. Jetzt lasse ich mich gerne auf die Situation ein, dass es Energie braucht. Es ist ein schönes Gefühl. Man ist sehr stolz und ich genieße es. Jeden Tag. Würdet ihr rückblickend was anders machen? Nein, also trotz all den Schwierigkeiten und all den Aufregungen und trotz all den Ängsten und den Sorgen, die man hat mit den Kleinen, ist das trotzdem das Richtigste gewesen, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und ich glaube auch trotzdem, dass das in Zukunft das Wichtigste war, dass wir es so gemacht haben. Würdest du was anders angehen? Nein, ich würde aber versuchen, alles ein bisschen lockerer und gelassener zu sehen. Also das möchte ich schon. Ja, stimmt. Also das ist schon, es ist der Kreis schließt sich irgendwo mit einem Kind, ja, finde ich. Also für mich halt. Was für eine Beziehung führt ihr heute? Wir reden mehr. Ja. Wir haben auch immer noch unseren Streit. Wir streiten uns immer noch ab und zu. Ich glaube, das ist normal, aber wir können damit umgehen. Man merkt jetzt schneller, wenn es dem anderen nicht gut geht und man geht auch darauf ein. Man redet miteinander, versucht das Ganze zu schlichten und es besser zu machen als früher. Ein bisschen schlichten und besser zu machen als vorher. Oder auch mit den Kindern zusammen. Auch mit den Kindern zusammen. Bewusst das Ganze spüren. Zu fühlen, dass wir eine Familie sind. Das gibt ganz viel Kraft und Vertrauen innerhalb der Familie. Da sind auch die Kinder mit eingeschlossen. Was nehmt ihr aus den ganzen Erfahrungen und Krisen raus? Was für ein Fazit seht ihr? Wichtig ist natürlich, dass man immer noch in dieselbe Richtung schaut, finde ich, dass man sich da einig ist, dass man eigentlich wirklich nach wie vor dieselben Pläne hat im Leben. Das finde ich sehr wichtig, dass man sich eben auf Augenhöhe begegnet und dass man wirklich richtig miteinander kommuniziert. Also oft über Probleme halt.
dass man sich Zeit nimmt. Ja, und das geht dann mal 5-6 Stunden. Da muss man in Ruhe mit seinem Partner reden. Da kann es dann auch schwierig werden. Ne? Natürlich ist es immer unangenehm. Aber ohne sich was zu sagen, kann man nichts über den anderen erfahren. So denke ich. Und das hat uns immer weitergebracht. Liebeskrisen, zwei weitere Folgen, zeigen wir nächsten Mittwoch hier in Dreisat.